Beim Referendum von 2015 hat Lützebäuer sich mit rund 80% gegen das Wahlrecht ausgeschwert. Lo machen die Gambia-Parteien mit der CSV eine neue Verfassung und es können die Mengen, die müssen sie anhören, dass der Wille vom Volk geif respektiert wird. Aber das ist aber nicht der Fall. An der neuen Verfassung planen sie einen neuen Artikel, 9 bis, den das Wahlrecht ermöglicht. Dort steht: La loi peut conférer l'exercice de droit politique à des non-luxembourgeois. Du steht also, dass die Ausländer können, über den einfachen Gesetz, weiter politische Rechte kriegen, wie zum Beispiel das Wahlrecht bei unseren Nationalwahlen. Dabei wäre es aber ganz einfach. Sie könnten ohne weiteres dabei schreiben, außer bei Nationalwahlen, so wie 80% im Referendum doch gefordert tun. Für was wollen CSV, DP, LSAP und die Grünen das nicht machen? Mal ganz einfach, weil sie sich ein Handeltier wollen ablösen, für das Wahlrecht auch noch ein Keier anzufeiern. Für die DDR gilt das Prinzip, dass das nationale Wahlrecht muss und nicht zur Nationalität gebunden bleiben, so wie doch bislang immer war. Wir setzen uns an, dass der Willen vom Volk am Referendum von 2015 voll und ganz respektiert muss gehen. Wenn dir auch den demokratischen Willen von den Bürgern wird respektiert gesehen, dann wird dir gegen diesen neuen Artikel an der Verfassung.